In Berlin nimmt knapp 3 Monate nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus der rot-grün-rote Senat seine Arbeit auf. Am Vormittag wurde bereits der Koalitionsvertrag für die kommenden 5 Regierungsjahre unterzeichnet. Anschließend wurde die SPD-Landesvorsitzende Giffey zur regierenden Bürgermeisterin gewählt. Sie erhielt 84 von 139 gültigen Stimmen, nötig waren 74. Die Koalition aus SPD, Grünen und Linken hat zusammen 92 Abgeordnete. Direkt im Anschluss an ihre Wahl wurde Giffey als regierende Bürgermeisterin vereidigt. Und schauen wir doch mal auf das, was heute in Berlin passiert, mit unserem Korrespondenten Ole Hilgard. Franziska Giffey ist also ins Amt gewählt worden. Sie hat aber nicht alle Stimmen ihrer Koalition bekommen. Wie ist denn das zu bewerten? Ja, also Franziska Giffey wurde vor wenigen Minuten mit 84 von 87 Stimmen der anwesenden Abgeordneten aus ihren Fraktionen Grünen, SPD und Linken gewählt. 5 Abgeordnete waren unseren Berechnungen nach krank, haben nicht teilgenommen an der Abstimmung. Also gab es insgesamt 3 Abweichler. Es hatten schon im Vorfeld einige Abgeordneten der Linken angekündigt, nicht für Giffey stimmen zu wollen. Von daher würde ich jetzt nicht von einem Denkzettel sprechen, aber sicherlich hat sie nicht die volle Zahl der Stimmen erhalten, die eigentlich in ihren Fraktionen, in den Koalitionsfraktionen möglich gewesen wären. Franziska Giffey ist damit die erste gewählte regierende Bürgermeisterin Berlins. Und vielleicht noch ganz kurz zum weiteren Ablauf. Es geht jetzt ins Rote Rathaus zur Amtsübergabe von ihrem Vorgänger Michael Müller. Dann werden dort die 10 Senatorinnen und Senatoren ernannt. Dann geht es wieder zurück hier ins Abgeordnetenhaus. Und hier werden dann die Senatoren vereidigt. Nun nimmt die Koalition also ihre Arbeit auf. Was hat denn der neue Senat für Ziele und was sind vielleicht auch die Herausforderungen? Die größte Herausforderung, das größte Thema ist sicherlich das Thema Mieten, Wohnungsbau. Das war im Wahlkampf so und das wird sicherlich jetzt auch in der Regierungsarbeit die größte Rolle spielen. Der Koalitionsvertrag der rot-grün-roten Koalition sieht ein breites Bündnis vor. Da will man die Immobilienkonzerne, die Genossenschaften, die Bauwirtschaft, aber auch die Mieterverbände zusammenbringen, will jedes Jahr bis 2030 20.000 neue Wohnungen schaffen. Aber es gibt ein großes Manko und das ist der Volksentscheid, der parallel gelaufen ist zur Abgeordnetenhauswahl am 26. September. Der war erfolgreich und da ging es eben um die Enteignung oder Vergesellschaftung von großen Immobilienkonzernen. Da haben sich fast 60% der Berlinerinnen und Berliner dafür ausgesprochen. Das Problem bei der Sache ist, die Linke hat klar auch für diesen Volksentscheid Wahlkampf gemacht. Die SPD war dagegen. Franziska Giffey hat Enteignung eigentlich ausgeschlossen. Und so hat man sich nun geeinigt, eine Expertenkommission zu gründen, die im ersten Jahr der Regierungsarbeit erstmal ausloten soll, ob und wie überhaupt rechtlich so eine Enteignung möglich ist. Man könnte aber auch sagen, das Thema oder das Problem wird erstmal auf die lange Bank geschoben. Andere Themen sind sicherlich die Verkehrswende in einer Stadt wie Berlin. Es soll eine Einstellungsoffensive gestartet werden für die Bereiche Polizei, Feuerwehr. Verbeamtung von Lehrerinnen und Lehrern ist ein großes Thema. Das kostet alles viel Geld. Da will Franziska Giffey als regierende Bürgermeisterin viel investieren. Das ist eines ihrer Ziele für die nächsten 5 Jahre. Ja, viel zu tun also für den neuen Senat. Dort sitzen nun einige überregional bekannte Politiker. Wer ist denn alles so dabei und was kann man vielleicht von ihnen erwarten? Also es sind insgesamt 10 Senatorinnen und Senatoren im neuen Senat. 4 von der SPD, 3 von jeweils Grünen und Linken. Bei der SPD bleibt Andreas Geisel im Senat. Der war vorher Innensenator, wird jetzt Senator für Stadtentwicklung, Bau und Wohnen. Wechselt also ein anderes Ressort, was er vorher schon mal innehatte. Iris Spranger, eine etwas überraschende Personalie, die war vorher Abgeordnete der SPD, wird Innensenatorin. Die hat aber keine innenpolitische Erfahrung. Bildungssenatorin wird eine bisherige Schulleiterin und Wirtschaftssenator wird ein ehemaliger Präsident der Handwerkskammer in Berlin. Da setzt die SPD also auf Expertise. Bei den Grünen wird Bettina Jarasch, die Spitzenkandidatin, Senatorin für Klimaschutz, Umwelt und Verkehr, ein Herzensthema der Grünen. Und auch die Bereiche Justiz sowie Wissenschaft und Gesundheit gehen an die Grünen. Bei den Linken bleibt Klaus Lederer Kultursenator. Und Katja Kipping, die frühere Bundesvorsitzende der Linken, wird Arbeits- und Sozialsenatorin. Außerdem geht das Justizressort an die Linken. Ja, bis hierhin erstmal vielen Dank, Ole Hilgard. Wir sprechen gleich noch mal weiter. Doch zunächst schauen wir doch mal auf die Person Franziska Giffey, die ja nicht unumstritten ist und trotzdem auf eine steile politische Karriere blicken kann. Am Jahresanfang war die Welt von Franziska Giffey noch in Ordnung. Als Bundesfamilienministerin hatte sie ihre Rolle gefunden. Eine Politikerin, die sich kümmert, möglichst um alle.
Es darf nicht sein, dass Menschen sich in Deutschland fragen, ob sie es sich leisten können, Erzieherin oder Erzieher zu werden. Bis hierhin ist es eine steile Karriere. Aber ihre Studienzeit holt sie ein. Der Vorwurf, Giffey habe im Jahr 2010 bei ihrer Doktorarbeit an der Freien Universität bewusst abgekupfert. Im Mai tritt sie als Ministerin zurück, betont aber, sie habe nicht absichtlich betrogen. Rund 3 Wochen später wird ihr der Doktortitel dennoch aberkannt. Da ist sie schon Spitzenkandidatin im Berliner Wahlkampf. Das Thema Doktorarbeit begleitet sie auch hier. Das hat niemand anders geschrieben. Ich habe das gemacht. Ich habe das so gemacht, wie ich das für richtig gehalten habe, wie ich begleitet worden bin. Ihre SPD gewinnt die Berlin-Wahl knapp vor den Grünen. Die neue Rolle als regierende Bürgermeisterin findet sie bereits während der Koalitionsverhandlungen als verantwortungsbewusste Frau der Mitte. Wir werden nicht alle Wünsche erfüllen können, nicht alles gleich sofort tun können. Und wir haben in diesen Koalitionsverhandlungen viele Wünsche gehabt an mehr und an zusätzlichen Investitionen. Wir müssen damit verantwortungsvoll und maßvoll umgehen und trotzdem uns nicht aus der Krise heraussparen, sondern investieren. Giffey steht eher für einen realpolitischen Kurs der SPD und etwas weniger für das Herz der Partei. Ja, nochmal zurück zu Ole Hilgert in Berlin. Franziska Giffey polarisiert also, das klang gerade schon durch. Es gibt so manchen, der ihre Politik für oberflächlich hält. Wie kommt denn dieser Eindruck zustande? Ja, ob die Politik von Franziska Giffey oberflächlich ist, das liegt sicherlich im politischen Auge des Betrachters. Es könnte eine Rolle spielen. Sie wird oft auch in der Öffentlichkeit auf ein sympathisches Äußeres, ein sympathisches Auftreten, man kann schon sagen, reduziert. Eine Rolle könnte auch spielen, zum Beispiel Gesetze wie das gute Kita, das starke Familiengesetz als Bundesfamilienministerin, dass dort ein bisschen mehr auf die Oberfläche geschaut wird. Aber Franziska Giffey, das kann man auch sagen, ist eine sehr machtbewusste Politikerin. Sie ist sehr gut vernetzt und sie hat auch in der SPD, auch bundesweit, durchaus Sympathiewerte für die Partei in den letzten Jahren machen können. Ihr Amt als Bundesministerin musste sie ja, das haben wir eben gerade im Beitrag schon gesehen, wegen der Plagiatsaffäre abgeben. Wie sehr hängt ihr das denn bis heute nach? Es ist sicherlich das größte oder ein großes Makel der Karriere von Franziska Giffey in den letzten Jahren. Aber sie ist relativ unbeschadet aus dieser Affäre, aus diesem Skandal herausgekommen. Sie ist eigentlich die einzige Spitzenpolitikerin, die durch so eine Plagiatsaffäre eben nicht aus dem Amt scheiden musste oder zurücktreten musste oder ihre Karriere beenden musste. Sie hat ja ihr Amt als Familienministerin dann ja strategisch zu einem günstigen Zeitpunkt niedergelegt, ist trotzdem Landesvorsitzende der SPD in Berlin geworden und Kandidatin für das Amt der regierenden Bürgermeisterin. Und all das ist sicherlich zurückzuführen darauf, dass Franziska Giffey sehr beliebt ist. Sie hat ein großes Charisma. Sie war zeitweise neben Angela Merkel eine der beliebtesten Politikerinnen in Deutschland bundesweit. Sie kommt aus dem Osten. Das ist sicherlich ein Pluspunkt für die Gesamtstadt Berlin, dort sich zur Wahl stellen zu lassen. Aber kommt eben auch gut in den westlichen Bezirken der Stadt an. Sie gilt als konservative Politikerin in der SPD bei einem relativ doch eher linksgerichteten Landesverband. Und das zeigt schon, dass sie doch gut versöhnen kann innerhalb der Partei. Franziska Giffey wird zur regierenden Bürgermeisterin von Berlin gewählt. Herzlichen Dank, Ole Hilgert in Berlin.